Die TARDIS, ja, genau. Wo ist denn dieser Doktor? Genau. Weiß ich nicht, irgendwie war das anstrengend auch dieses Jahr. Obwohl wir eigentlich von letzten Jahr an gesagt haben, okay, wir wollen dieses Jahr ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen mehr mit den Leuten genießen, alles. Es war irgendwie gehetzter. Gehetzter trifft es, glaube ich, auch sehr gut. Genau, soll es dieses Jahr nicht weniger aber werden. Aber dann gab es für uns so persönliche, leidenschaftliche Gamer-Highlights, wie zum Beispiel, dass wir eine halbe Stunde Mount & Blade 2 Bannerlord anzocken durften. Und das dann auch euch auch noch zeigen durften, das Material, und das aufnehmen durften und so. Das war also gaming-mäßig mein persönliches Highlight. Gut, es ist auch das einzige Spiel gewesen, was wir auf der Gamescom selber gespielt haben. Von daher, vielleicht daher, aber trotzdem, das ist so Herzensgeschichte gewesen. DreamHack Hotel ist schon gebucht, ne? Ja, Slabby, ja, ja. Slabby, vielleicht sind wir sogar im gleichen. Wer weiß das schon. Das wär super geil. Bei uns auf jeden Fall, Slabby. Bei euch auch, oder was? Das wäre geil. Es war auch wirklich ein genialer... Ja, stimmt, irgendwie draußen davor Halle 5, glaube ich, war das. Durch den Gang spazieren hat die Hoffnung auf ein bekanntes Gesicht schon aufgegeben. Auf einmal blendet mich dieses paar Glatzen. Und da stehen aber die Bibas in ihrer Raucherpause. Ey, Wurstpause, ja, der liegt ja, ja. Nice, Labby. Das wird auch, glaube ich, hoffentlich richtig geil. Night Dragoon, danke dir, dass du da warst. Ein hervorragender Tag natürlich noch. Na, Denno, es kommt drauf an. Also wir haben extra dieses Jahr echt weniger angenommen. Halt natürlich so persönliche Highlights, die einfach irgendwo mega over the top sind, die, weiß ich nicht, ich finde, also so Sachen wie die Twitch-Bühne zum Beispiel, das wurde uns angeboten und da sagt man einfach ja, ob man Angst hat oder nicht, ob man Lampenfieber hat oder nicht, weil so eine Möglichkeit, die kriegt man nicht immer, die kriegt auch nicht jeder, das kommt noch dazu, das ist halt, weiß ich nicht, wir sind nicht so die Bühnenmenschen oder sonst was, aber ich finde, so eine Möglichkeit sollte man sich nicht entgehen lassen, weil das sind diese Momente, wo man dann ein Jahr oder zwei Jahre später sagt, ach, hätte ich mal. Hätte man mal. Einfach diese Erfahrung mitnehmen. Hätte man mal. Wow, Slabby, genau. Die Videodays, ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Die nächste Box der Pandora. Okay, so, jetzt aber hier, ne? Jetzt aber hier. Wir wollen immer mal ein bisschen weiter spielen hier, ein bisschen Computerspiele. So, okay, mal kurz aus. Und dann drücken wir hier mal auf Spielladen. Und dann machen wir mal weiter, ne? Kapitel 12 sind wir sogar schon. Junge, 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 Junge. Ja, Hafen von Darkwater, ne? Er spitzt sich zu. Ich bin gespannt. Pierce kam in der Gefängniszelle wieder zur Besinnung. Bradley wollte ihn freilassen. Doch Pierce' Zustand zwang ihn zu einer unmöglichen Entscheidung. Der Detektiv ist jetzt hinter Sarah Hawkins her. Er hofft, die verrückte Künstlerin zu finden, bevor sie die Dinger noch schlimmer macht. Ja, Sarah Hawkins ist ja wieder so ein bisschen dem Kult verfallen, ne? Obwohl eigentlich der Kult das alles, die ganzen schrecklichen Sachen hier auch verursacht hat. Also, mal sehen. Die Biberos sind egal. Sabi zu treffen wäre viel interessanter, ob sie da mit Beinen rumläuft. Ja, Sabi war dieses Jahr auch auf der Gamescom, ja. Steve, ja. Und war für uns auch wichtig, Sabi mal wiederzusehen. Und der Unterschied zwischen uns ist, ne, dass Sabi uns besuchen kommt, demnächst. Was habe ich gestern nach der Ärztin verpasst? Michael, das ist ja zu viel, um das zusammenzufassen tatsächlich. Es ist viel passiert. Es wurde nur noch viel abgedrehter. Ja, Sabi hat Beine. Leute können das bezeugen. Richtig. Ach ja, wer es nicht mitbekommen hat, wer Undertale geliebt hat und den ersten Teil des zweiten Teils spielen will, sollte mal Deltarune googeln. Ist gratis und ziemlich nice. Okay. Undertale habe ich irgendwie mir nie einen richtigen Reim draus machen können. Ich hab's mal ein bisschen geguckt und so. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz kurioses Spiel, oder? Wo man irgendwie auch lieb sein kann zu den Monstern und die schämen sich dann und das macht denen dann irgendwie Schadenspunkte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so ein ganz abgefahrenes Spiel ist das. Sowas mit allen möglichen Konventionen halt bricht. So, welch schönes erstes Bild. Hallo. Haben wir... Oh Gott. Ach so, ja. Stimmt, wir sollen sie heilen. Ja. Okay. Wir sind also wieder hier. Ja, stimmt. Wir sind gestern ja noch gestorben. Okay. So, wir sollen jetzt einen Verbandskasten für sie holen. Für die gute Cat. Weil mittlerweile geht hier so richtig die ganze komische Insel hier so richtig den Bach runter. So, kurz Maus-Sense für die hier eingestellt.
kurz hier gucken. Noch irgendwas ist. Hier da oben. Da wohnen sie. Ich glaube, da hat man schon einen geilen Ausblick, ne? Cool, okay, jetzt auf die Wracks und so. Jetzt nicht unbedingt, aber... Da oben wohnen die Hawkins. Das Anwesen. Spielt sich wie Bioshock auch. Stimmt tatsächlich, ja. Jetzt, wo du es sagst. So ein bisschen Bioshock. Ja, so von der... Hier, und da gibt es hier richtig böse Menschen. Lass mich. Sonst knall ich euch ab. Na gut, dann knall ich euch halt ab. Selber schuld. Dankeschön, Tanta, dir auch einen hervorragenden Tag natürlich. Und ganz viel Spaß natürlich, falls wir uns vorher nicht mehr sehen. Beim Aufrüsten am Wochenende. How many died because of this madness? Ja, wahrscheinlich schon ein paar mehr. Was ist denn mit dem Sound hier los? Wenn die Anwohner ein bisschen freundlicher wären, würde ich das Haus oben kaufen. Ja, genau. Aber bei der Nachbarschaft, hör mir auf, hör mir auf. Da fragst du mal nach Mehl beim Nachbarn. Du wirst direkt attackiert. Ihr ganzen Verrückten hier, ihr ganzen Verrückten. Cat heilen, ja, wollen wir ja. Ja, sehr geil, Tanda, ich bin gespannt. Ist hier irgendwas? Danke sehr, danke schön. Aber ich glaube, der zieht ein bisschen automatisch. Doch, doch, Tanda baut sich einen AMD rein. Ein Ryzen. Die Ryzen sind auch nice Prozessoren. Ah ja, hier, hey, genau. You. Moin! They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse. But there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Mhm. Genau, und da sind wir gestern gestorben. Alles klar, Matsile. Danke auch dir, dass du da warst. Genau, wir sind dann ins Lagerhaus gestern reingegangen. Und da sind wir dann tatsächlich gestorben, weil uns der sehr unglücklich getroffen hat. Der Typ, der da drin wartet, der Verrückte. Ja, gut. Wo ich mich richtig erschrocken habe, war bei dem Threadripper, als wir den Stream-PC neu aufgebaut haben. Und der Threadripper habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen, so einen Prozessor. Das ist ja wie ein Schnitzel. Unglücklich, ja, richtig, so natürlich. Und Umbrassi, moin moin, huhu. Ei, 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 ei. So, diesmal, nicht dieses Mal. Und hier drin soll was zum Heilen sein. Oh Gott sei Dank, haben wir ein bisschen weniger Nebel hier. Da haben wir das. Emergency. Nice. Dieser Verbandskasten wird sich als nützlich erweisen. Diese besessenen, verrückten rotten ganz Darkwater aus, aber ich will lebend von hier verschwinden. This should enable me to stop Cat's bleeding. Ja, das machen wir sofort. Wie das hier auch aussieht. Ich muss mal gucken. Es ist jetzt der vierte Teil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch von diesem Spiel hier auch die Highlights so zusammenschneiden sollte. Damit man das vielleicht mal nochmal nachgucken kann. Weil ich finde an die Story echt, so abgefahren sie auch ist, Irgendwo ist die... Oh, oh. Hope his boss will have more luck. Ja. So abgefahren sie auch ist, irgendwie ist die interessant. Muss ich sagen. Ich hatte noch nie irgendwie mit dem H.P. Lovecraft-Universum irgendwo großartig zu tun. Sie ist natürlich mega abgefuckt und super viele What-the-fuck-Momente, aber irgendwo interessant. Ich weiß es nicht. Irgendwas kitzelt das. Private P, willkommen zurück. Hi. Hallo, hallo. Ich bin hier falsch gegangen, glaube ich. Warte mal, hä? Ah ja, hier kommt man durch. Minsk, hallöchen. Was mit den Leuten passiert? Ich habe keine Ahnung. Die sind hier, drehen hier alle durch. Der Kult hat hier... Okay. Der Kult hat hier so ein bisschen die Macht an sich gerissen, habe ich das Gefühl. Oh, der Sound ist sehr laut heute. Ich weiß nicht, ich habe die Einstellung so wie sonst. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. Und Slabby, bist du noch da eigentlich?
Slavy, ich hätte ein Spiel, was du vielleicht hoffentlich noch nicht auf dem Schirm hast, was aber echt was für dich sein könnte. Das ist auch ein Spiel, was ich offstream sehr, also ich habe da jetzt schon 140 Stunden drin, glaube ich. Und das könnte tatsächlich was für dich sein. Und das ist auch so ein ganz, ganz eigenes Spiel ist. Ich glaube, das hat nicht mal, also ich glaube nicht, dass man das an dem Genre zuordnen kann. Wenn, dann eher so Squad-basiertes Open-World-Rollenspiel ohne Ziel und man selber spielt eine Figur, die nichts Besonderes ist. Einfach. Und man kann sich da so richtig hocharbeiten auch. Sagt dir Kenshi was? Ja, genau, Samatur, genau das. Sagt dir Kenshi was? Oh. Ich hab E gedrückt. Heute nur ein Bibade, ab 15 Uhr immer. Pisuchu, moin moin, hi. Nope. Oh. Oh, Slabostickus. Ist ein sehr eigenes Spiel tatsächlich. Super schwer. Aber ich kann das kaum erklären tatsächlich, warum das Spiel mich so sehr fasziniert. So, Cat. Cat, wir helfen dir. Wow, nein. Ich meine, dass man nicht irgendwie so ein Superheld ist in der Welt oder so. Man hat irgendwie die gleichen Fähigkeiten wie alle anderen. Also auch so Werte wie Stärke und Geschicklichkeit und sowas alles. Und das steigert man halt, indem man es ausführt. Und das ist schon interessant gemacht einfach. Ey, alles gut, PGQ. Wir machen das so, also montags bis donnerstags, 9 Uhr morgens fängt Mocker an, alleine hier, zum Morgen um 9. Um 12 komme ich dann dazu, dann sind wir hier 3 Stunden zusammen. Und ab 15 Uhr mache ich das zusammen. Mache ich das alleine. Mache ich das zusammen, ja. Nee, ab 15 Uhr ist so mein Solo-Slot im Prinzip, bis 18 Uhr. Also wir sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr hier, ist hier Licht an dem Biberdamm. So, jetzt helfen wir das mal. Gibt's auf Steam übrigens, Kenshi. K-E-N-S-H-I. So wie Sir das gerade geschrieben hat, genau. Ja, natürlich geben wir dir hier den. Hier, take it. Scheint die einzig gesunde noch zu sein hier. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Minsk, meinst du Kenshi oder was? Weiß, wie es gemeint ist. Irgendwie ist das Spiel komisch. Irgendwie habe ich es mittlerweile öfter durchgespielt, weil ich es alles haben wollte. Oder meinst du hier jetzt Call of Cthulhu? Ein sehr anderes Konzept, ja. Achso, du meinst jetzt unser Stream-Konzept? Ja, so ein bisschen, ne? Hat sich irgendwie so, haben wir so uns überlegt. Open World, RPG, aber ohne so richtige Story einfach. Man wird in die Welt reingeworfen. Also man kann es am besten, finde ich, vergleichen. Überhaupt wie eine Mischung aus Mount & Blade und RimWorld. Ja, ein wenig verprügelt sieht die Frau tatsächlich aus. Ja, die hat einiges durchgemacht. Okay. Den Gang der Schmuggler nutzen. Das habe ich tatsächlich irgendwie nicht richtig aufgepasst, leider. Verdammt. So, warte mal. Erstmal Pierce. Haben wir noch was zum Leveln? Ja, oh, sogar richtig was. Okay, tatsächlich. Machen wir mal. Einmal hier. Max. Und 8 haben wir noch für. Weiß nicht, Stärke brauchte ich eigentlich noch nie so richtig. Redegewandt hat mal. Okay, auch nochmal gelevelt hier. Und hier auch nochmal 2 Punkte in Ermittlung rein. Okay, so, bestätigen. Jo, jo. Hab ich mir gemerkt, Kubi, danke. Ey, sehr gerne, sehr gerne. Call of Cthulhu. Ah, okay, okay. Einen neuen Black Mirror. Wie gesagt, ich hatte noch nie so ein Spiel hier gespielt wie das hier. Ich habe auch anfangs nichts erwartet, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das catcht. Ich weiß auch nicht, warum das hier jetzt gerade am Ruckeln ist, so ein bisschen. Das hat es auch die ganze Zeit noch nicht gemacht. Seht ihr das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist hier los? Mal eben gucken hier, wo die Walfangstation ist. Da vorne. Ah, ja, 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 stimmt. Bloodborne ist der H.P. Lovecraft. Ja, ja, ja. Stimmt, so geht in die Richtung, ne? Mit sehr unnatürlich alles. Sehr abgefahren. Alles ist scheiße, quasi. Im Prinzip kann man das so zusammenfassen, würde ich fast sagen. Alles ist scheiße. Die ganze Welt und alles darin ist scheiße. Das liegt am Spiel, okay. Also an der Stelle wahrscheinlich, ne? Hast du also Spaß, Kubi? Ja, es ist halt echt interessant gemacht, na klar. Ich bin gespannt. Und Cloud, erstmal moin. Ich
hier rein? Nee. Also es macht hier Spaß, so Sachen rauszufinden. Und hier, Sachen, die man hier entdeckt, die bringen einem halt auch noch was in den späteren Gesprächen und sowas. Das ist echt gut gemacht. Also ich befürchte, es gibt hier auch noch die Möglichkeit, warte mal. Ah, ich habe, glaube ich, einen Schlüssel gekriegt. Ja. Es gibt hier, glaube ich, auch die Möglichkeit, tatsächlich hier keinen zu töten. Und ob das jetzt besser oder schlechter ist, das wird sich wahrscheinlich noch rausstellen, ne? Okay, Naga, das kann natürlich auch sein, ne? Ah, okay. Das ist schon heftig, oder, Slabby? Weil Bloodborne hier, From Software, ist ja eigentlich ein japanisches Unternehmen. Ich wusste jetzt nicht, dass jetzt so... Ich glaube, ist Lovecraft nicht so amerikanische... So ein amerikanischer Autor? Und die Japaner sind da ja manchmal sehr eigen, was so Erzählungen und mystische Sachen aus anderen Ländern angeht, oder? Ja, wahrscheinlich, Fallen Ghost, wahrscheinlich. Mal sehen. Sehr großes Magazin, ich hatte ihn noch nicht einmal nachladen sehen, tatsächlich, ja. Glaube ich auch, Benjamin, glaube ich tatsächlich. New England, New England. Nee, New England hat er doch erfunden. New England war doch eine Welt, die er erfunden hat. Also ich habe jetzt tatsächlich aufgrund dieses Spiels mich so ein bisschen reingelesen in den Wikipedia-Artikel von Lovecraft. Also so ein schönes Leben hatte der nicht, ne? Irgendwie war da ein permanenter Struggle bei ihm. Permanent. Damn it. Oh, jetzt ist keine Munition mehr da. Nun, hätte ich mal eben nichts gesagt, wa? War auch Faschist. Okay. Dann geschehen sie halt die Begründung des Horrorgenres. Ja, oder dieses... Ja. Es ist halt eine andere Art Horror, finde ich. Irgendwie ein Horror, der nicht so auf plumpe Jumpscares, sich ausschließlich auf plumpe Jumpscares verlässt, sondern eher es versucht hier, also so nehme ich das Spiel hier gerade wahr, eine, sag mal, schaurige Atmosphäre zu schaffen. So, dass man die ganze Zeit so ein bisschen sich die Nackenhaare aufstellen. So ungefähr kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Wow, 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 bleib mal hier, was ist denn hier passiert? Genau, psychischer Horror, ja. Ach so, New England gibt's wirklich. Oh, das wusste ich zum Beispiel tatsächlich nicht. Ich habe da irgendwas mit Wikipedia gelesen von dem imaginären New England. Konseko, es geht. Das kommt halt auf die eigene Hardware an, ne? Aber ich weiß nicht, was hier gerade los ist tatsächlich. Das hatte ich in diesem Spiel hier noch gar nicht. Was ist denn hier los? It's happening. Holy shit, was ist hier los? Sind... Nee. Was ist happening? It's happening. Ich dachte gerade, wir sind das. Doch, jetzt wo du sagst, Naga, das stimmt. Doch, das stimmt, das stimmt. Ich hatte jetzt diesen Bezug aber nicht. Tatsächlich. Schlimmer so der Horror von H.P. Baxter, ja. Wow. Innsmouth. Hier läuft es wieder hervorragend. Kann ich hier was? Oh mein Gott, nein, lass mich! Ich muss mal kurz hier. Gott sei Dank sind die so langsam wie die Zombies von Walking Dead. Toll, wo soll ich jetzt hin? It's my body only. I have the right to eat it. I don't want to see you. I don't want to hear you. Oh, ich will an dieser Stelle nur anmerken, dass ich meine Masterarbeit über Horror geschrieben habe. Krass. Ja, da sollte man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben, das stimmt. Oh, ich glaube, ich kann hier durch. Jo. Sehr gut, sehr gut. Andukek, moin. Hi. Und Riju, danke für den Follow. Machst dir sehr bequem bei uns. So, was ist hier los? Aber ja, Konsekro, um das mal zu Ende zu führen. Ja, in den Städten brechen die FPS sehr ein bei Kingdom Come. Passiert ja auch super viel mehr, ne?
Klaus, ausgezeichnet. Hier geht man zur Nachbarin im Westen ab. Der Witz wird, glaube ich, auch nie alt, ne? Viel Spaß, Klaus, viel Spaß. Frau Nachbarin lässt bitten. Obwohl die CryEngine mittlerweile schon ganz gut multicore-mäßig optimiert ist, kann sie Crow. Ansonsten kann man auch sehr viel machen. Muss dir mal irgendwelche Tutorials anschauen zur User-CFG, die du dir mal am Anfang laden kann. Da kann man noch sehr viel mit einstellen. So eine Harpune mit, ja, natürlich, natürlich. Ja, aber dann seid ihr auch alt, Cloud. Von daher ist dann passt ja der Witz wieder, oder nicht? Kapitel 13, verlassene Walfangstation. Pierce durchquerte die Docks, wo bekannte und neue Gesichter gleichermaßen ihr Ende fanden. Überall streiften die Sklaven des Leviathans auf der Suche nach einem Opfer umher. Nachdem Pierce sich seinen Weg gebahnt und die Wahrheit über den Ursprung des Kultes und dessen Gründer erfahren hatte, erreichte er endlich die Walfangstation, erhofft, auf Sarah Hawkins zu treffen, bevor sie eine gravierende Entscheidung trifft. Puh. Gerne, gerne, Conseil Crow. Das hat bei mir auf jeden Fall viel geholfen. Hither thou shall be free. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Pianist, hallöchen, moin. Okay. Oh Gott sei Dank ist hier die Performance wieder in Ordnung. Das war ja komisch gerade. Ich meine, die Grafik von der Umgebung und der Detailgrad, der ist schon nice hier. Vecten, was meinst du? Kann man das auch positiv fördern oder kann man nur als Gegenspieler agieren? Ich glaube mal, das hätte ganz anders verlaufen können, tatsächlich. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ziemlich starkes Seil, an dem ein Metallhaken befestigt ist. Damit müssen schwere Gegenstände gehoben worden sein. Es sieht stark genug aus, das Gewicht des Tanks zu halten. Also ich glaube, das hätte auch noch ganz anders verlaufen können, dass wir irgendwie hätten Sarah Hawkins komplett abhalten können. Sich wieder so ein bisschen dem Kult, also dass sie nicht mehr dem Kult verfällt. Der ja eigentlich so, eigentlich so das Böse ist hier, ne? Mit seinen komischen Machenschaften. Aber eigentlich diese Inselbewohner, ne? Aber ach, weiß ich auch nicht. Das ist ja alles, also shit hit the fan, weil die sind alle fast verhungert zu einer gewissen Zeit hier auf dieser Insel. Das ist eine relativ kleine Insel und das ist hauptsächlich Walfänger. Und die Wale, die haben immer seltener Wale gefangen und es wurden immer weniger. Und quasi kurz bevor die hier alle im Verhungern waren, hat ein Schiff es noch geschafft, einen Rekordfang, der gibt es auch so einen Zeitungsausschnitt hier in der Kneipe, sieht man das, einen Rekordfang wieder zurückzubringen. Und das war aber kein Wal. Das haben wir dann auch hinterher erfahren. Das war dann ein riesen... Also, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht genau, was es ist, aber es könnte so ein riesen Oktopus gewesen sein. Und den haben die dann gegessen. Aber das war jetzt kein normaler Oktopode, sondern... offensichtlich so ein bisschen was nicht so Leckeres, also nicht so Gutes. Aber zumindest hat es die Insel irgendwo gerettet. Weiß ich auch nicht, was will man denn dann machen in so einer Situation, bevor man verhungert? I don't know. Psycho, dankeschön. Ja, mal gucken. Wenn dann eher was für Mocker, denke ich, so shootermäßig. Gerettet. Ja, das gerettet, das ist in Anführungszeichen, ist genau richtig. Kannibalismus, nein. Also das scheint auch kein normaler Oktopus gewesen zu sein. Ich glaube, das hätte man sogar schon erkennen können, dass das absolut irgendwo wild mutiert ist oder so. Und Murdoch, danke für den Follow. Dieser Schlüssel öffnet die Büros der Walfangstation. Ja, ausgezeichnet. Was haben wir denn hier noch? Oh, was ist hier los? Wer hat sich hier Engage gegönnt? Oh, Danger Leon, oder? Vielen, vielen Dank und lass dir schmecken. Fuller was a crew member too. Interesting. Interessant, Fuller, Dr. Fuller, der hier die wildesten Experimente macht in seinem komischen Keller, in seinem wilden Institut, der hier irgendwie versucht, Menschen mit Oktopoden zu verbinden, das irgendwie bei manchen schon so halb geschafft hat. Charles Hawkins zum Beispiel, gutes Beispiel.
Mittwoch, 23. Juni 1847. 33 Grad Nord, 53 Grad West. Ein bitterkalter Morgen. Diese Bestie erforderte hohe Opfer. Genau, es geht jetzt wahrscheinlich um diesen Superfang. Meine halbe Mannschaft ist tot. Noch nie habe ich so etwas erlebt. Ich kann kaum beschreiben, was passiert ist. Es ist, als könne diese Kreatur in unserem Geist sprechen. Herr, ist dies dein Werk? Ist dies dein Werk? Manche meiner Männer sind verrückt geworden und über Bord gesprungen. Dieses Ding ist kein Wal. Es ist weit größer. Es hat das Schiff fast ausgeweidet mit seinen Tentakeln. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir waren uns unseres Todes sicher, bis meine Harpune endlich den Schädel des Monsters durchdrang. Die Mannschaft ist sehr mitgenommen. Fuller schaut nach den Verwundeten, aber ich fürchte, dass sich manche nicht erholen werden. Wir müssen nach Hause zurückkehren. Wenn dies die Antwort Gottes auf meine Gebete ist, muss ich ihn erzürnt haben. Immerhin haben wir etwas gefangen. Hoffentlich ist dies unsere letzte Prüfung. Da sieht man ja, ne? Normaler Wal war das nicht. Ja, genau. Es ist ein... Also man selber spielt einen Detektiv tatsächlich, Serapha. Man kriegt am Anfang so den Auftrag, so... Es fängt alles irgendwo ganz simpel an, wie die meisten Geschichten, sag ich mal, ne? Man wird wach in seinem Büro, man selber ist auch ein Detektiv, ne, der auch sein Päckchen zu tragen hat. Der Alkoholiker und kann immer schlecht nur schlafen, ist irgendwie Kriegsveteran und hat davon auch einige Flashbacks ab und zu. Und man kriegt so den Auftrag, ja, Sarah Hawkins ist gestorben in so einem Brand in der eigenen Villa. Die lebten so zurückgezogen auf dieser Insel hier, Darkwater, mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und die sind alle gestorben vor 3 Monaten, zu diesem Zeitpunkt, als der Vater von Sarah dann auf uns zukommt und sagt, hey, er glaubt nicht so richtig, dass es an dem Feuer lag und die Polizei hat irgendwie den Fall abgeschlossen, aber er gibt uns halt den Auftrag, das doch bitte mal zu prüfen. Gut, und so geht es los. Another volume of the Reverend's wife's diary. Tagebuch der Frau vom Reverend, Band 5. Dies sind die letzten Einträge der Frau des Reverends. Ihr Ehemann hat alle Gläubigen zu einer letzten Zeremonie zu Ehren des Leviathan herbeigerufen. Sie fürchtet, dass der Reverend sie alle in diese Abscheulichkeit opfern will. An diese Abscheulichkeit opfern will. Sie versuchte zu entkommen. Wahrscheinlich wurde ihr Körper deshalb in einer Höhle unter dem Anwesen gefunden. Oh Lord Master, vielen Dank für 50 Bits. Danke für deine Unterstützung. Okay. Ja, und es gibt halt auch viele Sachen zu lesen hier. Viele, sag mal, Nebeninformationen und sowas. Um sich halt noch mehr reinzufinden in diese Welt hier. Das finde ich echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ich kletter mal hier hoch. Ne? Wir sind ja vorhin von da oben irgendwo... Warte, ich gehe einfach mal hier hoch. Gucken wir mal. Also ich finde, also ich habe am Anfang echt nichts erwartet, weil ich diese Art Spiel noch nie gespielt habe, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ist nicht uninteressant. Warte mal, wir haben unten ja dieses Seil gefunden. Irgendwas sagte er mit dem Tank. Ich guck mal, ob ich hier oben noch was machen kann jetzt. Ah, hier oben geht's rein. Okay. Ich kann nicht mal eben ausmachen, nicht, dass es leer geht. Genau, den Schlüssel haben wir ja auch gefunden. Und Jumpscares sind selten. Also tatsächlich selten. Das Messer ist rostig, kann aber noch verwendet werden. Okay. Oh, hier gibt es noch was zu entdecken. Sieht man an diesem... Hier. Hinter der Tür vielleicht? Nee. Das ist manchmal sehr klein. Hier, siehst du? Hier, das hätte man auch übersehen können, tatsächlich. Und das sind halt so teilweise so Zusatzinformationen, wo man dann andere Dialogoptionen hat und sowas. Das ist echt gut. It mentions the Leviathan. How it drove the sailors mad. Freitag, 25. Juni 1847. 37 Grad Nord, 63 Grad West. Die ganze Mannschaft ist dem Wahnsinn verfallen. Sie sprechen von Träumen, Visionen und einer albtraumhaften Stadt und einem gewaltigen Gott, der darauf wartet, dass sie ihn erwecken. Wahnsinn. Ich habe mich in meine Kabine eingesperrt. Lange werde ich nicht durchhalten. Fitzroy hat 12 Mann auf seiner Seite. Wer zögerte, wurde ihrem neuen Gott geopfert. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit unseren Seelen. Dies wird mein letztes Gebet sein. Zeige ihnen das Licht her. Ich bitte dich. Ich kann sie flüstern hören. Ich höre ihre Stimmen. Sie kommen. Puh. Sunshine with Blue Eyes. Danke für den Follow. So. Doesn't work. Ja, das sieht auch nicht mehr so aus. Ah, okay. Ich ahne schon, dass das Seil daran festmachen und so.
da? Oder auch nicht. Da ist extra so eine Öse. Oder kann ich jetzt da irgendwie durch oder lang oder so? Gucken wir mal. Schauen wir mal. Mach das Seil dran fest, habe ich halt versucht. Da gab es keine Möglichkeit dazu. Ich weiß, das ist so eine richtige Öse auch gewesen. I don't know. Hier, was ist denn hier? Hey. Sarah Hawkins was probably taken behind this huge door. Got to find a way to get through. Also ich kann mir vorstellen, dass man das Seil einmal daran festmacht und einmal am Tor oder so und dass das dann irgendwie aufgezogen wird, indem man es zurückzieht. Mal gucken. Also unten ging hier nichts. Hier kann ich nicht. Doesn't work. Das, wahrscheinlich ist das, hätte das das Tor gesteuert. Hätte. Digga, 1985, danke für den Follow. Machst du bequem. Also ich habe hier keine Option. Seht ihr ja, ne? Normal kommt da mal so ein weißer Punkt dann. Was ist denn da hinten überhaupt los? Kann ich da was sehen? Nee. Oben. Oh ja, stimmt, stimmt. Habe ich nicht gesehen. Okay. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Okay. Schau mal. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Oh. Ja, Messer habe ich ja schon, ne? Alles klar. Okay, Leute, let's go. Oh, man hört schon, da ist ein bisschen eine Spannung drauf, ne? Bam! Okay, 2 CP erhalten. Na gut, dann machen wir nochmal hier Ermittlungen, ne? 4 brauche ich noch. Okay, egal. Investieren wir mal hier direkt. Alles klar, ja, jetzt können wir hier runter, ne? Tür offen. So, nun sind alle wach, genau. Mit der Tür ins Haus fallen. Was? Ging das hier nicht runter? War nicht hier noch eine Leiter? Oder nee, hier war keine Leiter mehr. Andere Seite dann. Okay. Es haben sich vor allen Dingen, es werden auch immer wieder so Bröckchen hingeworfen, die Neugier ein bisschen nähren hier. Also Sachen, wo man sich fragt, okay, what the fuck hat es denn damit auf sich? Und dann kriegt man immer so Bröckchen, so ist das passiert. Das macht es auch interessant für mich. Das ist hier die Walfangstation. Hier sind noch die Überreste von dem... Was ist das? Die Überreste von dem Oktopus. Was ist das? Leviathan. Das ist es. Oh Gott. Der redet mit mir in meinem Kopf. That voice. You're the Leviathan. Hier, da sieht man dieser Riesenfang. Ich gehe da mal hin. Ich weiß nicht, ob ich da hin soll. Der dreht hier durch langsam. Kann ich hier nicht irgendwas... Da sieht man diesen riesen Fang. Das haben die mitgebracht, die Fischer. Haskir, danke, dass du da warst. Und vielen Dank für deine Werbung immer, Haskir. Die einen hervorragenden Tag natürlich. Hier. Ich will dir mal einen Gans sehen. Oh! Angespuckt! Da steht eine. Eine. Ich würde das auch nicht essen wollen, Döner. Das sah nicht aus wie ein leckerer Döner, ne? Ah, okay, wir sind hier. Das sieht aus wie unser Schreibtisch. Ja, natürlich stehen hier 2 Flaschen, ne? Hallo. Was? Macht, also ist echt spannend gemacht, Freaky. Macht doch Bock. Who is this? Man hört nichts. The quest for truth requires sacrifice. There's no room.
Who's there? Your stubbornness of wanting to help others who would have deserted you is a weakness. Wow. Fate leads us inevitably to solitude. And in one's final moments, one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it! Harte Worte. Hallo? Man kann auch normal klopfen. Ja, bitte. Okay, wir sind auf einmal wieder hier. Okay, what the fuck? Everything points back to the day they brought in that thing. Ah, hier sind sie gerade wieder zurückgekommen. Genau, die Skylla hat diesen Fang mitgebracht. Und da sieht man hier auch Dr. Fuller ist am Start hier. Ein vergessenes Foto im Büro der Walfangstation. Nur eine Handvoll der Mannschaft der Skylla ist anwesend. Charles Hawkins, Kapitän Fitzroy und Dr. Fuller sind dabei. Es ist mit dem Jahr 1847 datiert. Genau, wir sind ja auch irgendwie laut dem Kult oder laut Sarah Hawkins auch, sind wir der Wahrheitssuchende. Also so werden wir hier betitelt von dem Kult und was damit zu tun hat. Oh. Oh, ich finde das nice, wie das hier alles so aufgeklärt wird jetzt. Okay. 24. Juni 1847. Fitzroy hat den ganzen Tag über versucht, die Männer aufzumuntern. Manche sind von dem Vorfall noch immer geschockt. Sie erinnern sich an die Schreie ihrer Kameraden, als sie dem Wahnsinn verfielen. Einige der Männer, die noch an Bord sind, verstümmeln sich in dem verzweifelten Versuch, die Visionen zu verbannen. Andere wie Fitzroy, nehmen diese Visionen an. Er, Hawkins und Fuller begannen dieses Monster Leviathan zu nennen, wie den in der Bibel. Sie sehen ihn als heiliges Wesen an. Ich sagte ihnen, dass sie damit aufhören sollen, bevor es zu spät ist. Je weiter wir segeln, desto sicherer bin ich mir, dass es nicht das Werk des Gottes, das ist das Werk des Teufels. Nicht das Werk Gottes, das Werk des Teufels. Alter. Und Snake Dog. Moinsen, Snake Dog. Vielen Dank für 3 Monate der Unterstützung. Vielen Dank für den Support einfach. Und moin natürlich auch. Und weiter ab ins Loch. Mit dir. Ich kombiniere, das ist nicht mein Büro. Ja, gewagte These, richtig, richtig. Also ich wäre nicht zur Tür. Okay. Das ging schon offensichtlich ganz schön hart ab auf dem Schiff, ne? Als sie das Vieh an Bord hatten. Das hat da so ein paar Leute so richtig, richtig in Mitleidenschaft gezogen. Oh. Na? Oh. Das hätten wir Ermittlungen nicht hoch genug geskillt, hätten wir das nicht jetzt aufmachen können. Das finde ich zum Beispiel nice. Montag, 24. Mai 1847. Wir sind endlich von der verlassenen Insel Darkwater Richtung Norden aufgebrochen. Die Seeleute sagen, diese Gewässer seien verflucht, aber ich glaube nicht an Altweibergeschwätz. Es sieht nicht gut aus für uns. Die Konkurrenz ist hart. Die Orpheus scheint uns voraus zu sein. Meine Männer haben schon eine ganze Weile keine Anzeichen für einen Wal mehr entdeckt. Wenn diese Saison nicht besser läuft, so fürchte ich, dass sie nicht länger auf der Skylla anheuern wollen. O Herr, hilf mir, in diesen dunklen Fluten meinen Weg zu finden. 30. Mai. Wir sind hier draußen nicht die einzigen Jäger. Auf der Suche nach einem geeigneten Ziel sehen wir uns plötzlich von einem Dutzend toter Wale umringt, alle auf dem Rücken schwimmend und mit hervorquellenden Eingeweiden. Aber es waren nicht die Orpheus. Kein Mensch wäre zu sowas entstanden. Sie wurden in Stücke gerissen, als hätte ein größerer, gefährlicherer Jäger sie angegriffen. Es ist äußerst merkwürdig. Killerwale sind normalerweise nicht so gewalttätig. Ob eine neue Walart aufgetaucht ist? Vielleicht ist es ein Zeichen Gottes. Vielleicht ist es der große Fang, auf den wir so lange hofften. Wir müssen das Biest einfach finden, ganz egal wie risikoreich es auch ist. Mein Posten als Kapitän ist in Gefahr. Ich habe das Gefühl, dass Fitzroy langsam die Mannschaft gegen mich aufwiegelt. Als erster Officer weiß er, dass eine Rückkehr mit leeren Händen mich das Vertrauen meiner Männer und meine Legitimität kosten könnte. Er hat recht. Belonging to the captain of the Scylla. Hm. The pages I found seem to be the missing ones. Ah, okay, okay. Er ist gleich wieder da, Isti. Wurstbrot, genau. Wurstbrot, Hunger, Hunger. Ich im Lore, da gibt es Rohrverschau. Ach Quatsch, Snake Dog. Bist du so ein Krieger oder was? Bist du so ein Krieger? Ach, hier sieht man, guck mal. Leviathan, so sah das Vieh aus. Mhm, mhm. Ich meine, wir haben den da draußen ja liegen sehen, ne? So, hallo. Mal sehen, ne? Mal sehen, wie weit wir kommen.
Ich finde das gut hier. Ihr scheint sich hier jetzt einiges aufzuklären, was so mit dem Fangen zusammenhängt. Das Steinschneiden. Glaube und andere Aberglaube haben manchmal zur Entwicklung der Medizin beigetragen. Vor einigen Jahrhunderten dachte man, ein Patient mit einer Geistesstörung hätte einen Stein des Wahnsinns in seinem Schädel. Deshalb wurde der Schädel aufgebohrt und eine Exzision durchgeführt. Manchmal überlebte der Patient, manchmal war er sogar geheilt. Heute haben sich die Begriffe verändert, die Methoden nicht so sehr. Wow, wow, wow! Medizinkunde aufgestiegen, ja nice. Ich meine, mit solchen Methoden, ne? Aber gab ja auch mal, ne? Der Schmied war der Zahnarzt und Aderlass und all so ein Unfug, ne? Da ist der Leviathan. Hör auf! Oh, hier sind leckere... Ach, guck mal! Das sind so kleinere. Der hat ja ein bisschen vielleicht auch was abgeworfen für die, ne? Zum Essen und so. Ist nur ein bisschen ekelhaft. Ich glaube, die haben ihn einfach am Leben gelassen. Und die haben den jetzt hier gefangen und haben hier das Essen extrahiert. Die kleinen. Hier rede ich mit einer Schaufel und so, sind die dabei gegangen. Nur ein bisschen. Octosnacks, genau. Octosnacks. Ist nur ein bisschen ekelhaft. Alles wird auch mal durchgeführt. Also ich habe noch keinen gekriegt und ich habe auch noch nichts gehört, dass sowas. Aber das ist jetzt nicht so. Perky Pie. Das ist aber jetzt nicht so irgendwie. So eine standardisierte Methode, wie es damals war. So, was? Dir geht's nicht gut? Fieber? Oh, mal ein bisschen Blut. Das ganze unreine Blut mal ablassen hier, ne? Guck mal, hier wurde es filetiert. In handliche, leckere Schnitzel. So werden Fischstäbchen von Iglo hergestellt. Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Bei Lebererkrankung zum Beispiel. Okay. Ja, dann aber... Sagen wir so, man weiß es offensichtlich heute ein bisschen spezieller, wo es denn angebracht wäre. Damals hat man das, glaube ich, für ein Heilmittel gehalten. Oh, wie Tofu. Ich glaube nicht, dass das viel mit Tofu zu tun hat. Aber ja, vielleicht. Da vorne steht Sarah. Ich weiß nicht, ob das Sarah ist. Mal hingehen. Oh, was haben wir hier denn? Oh. Na klar! Lass uns doch mal in diesen dunklen Schacht reingehen. Okay, er dreht hier langsam durch gerade. Ja, klaustrophobisch sind wir hier auch noch als Detektiv, ne? Also wir dürfen uns nicht lange in so engen Räumen aufhalten. Ah, okay, freaky. Ja, wie gesagt, aber man weiß es spezieller. Man weiß ja heutzutage, wogegen das genau hilft und hält es nicht mehr für so ein Allheilmittel. Ich weiß nicht, was das jetzt hier sollte. Oh. Ach so, damit wir hier überhaupt durchkommen, ne? Wahrscheinlich ist die Tür zu. Sarah! Bist du's? Hallo! Learn to obey. What? Ach Mensch, moin! Ach schon, ein bisschen dieses Ekelgas, ne? Wovor wir schon gewarnt wurden. Sind wir hier wieder in so einer Zelle. Ja, hallo? Ah! Finally awake! How do you feel, Mr. Pierce? Fuller! Son of a bitch! I'll kill you! No, I'm not even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you. But not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Well, shall we begin? Ja, womit denn bitte? Ja, es scheinen da einige Leute dem Leviathan irgendwo hart verfallen zu sein, ne? Ach, auf einmal ist das Bett weg. Ja, geil. Hallo. Medikament einnehmen? Oh, warte mal eben. Nee, nicht. Oh, wir nehmen es nicht ein und das wird das Schicksal verändern. Oh. Ich hab nicht gedrückt. Oder hat er jetzt nur so getan? Da sieht man. Oh, guck mal. Alter Schwede. Hallo? Störe ich hier beim Essen? Erwartet ihr jetzt...
Erwartet ihr jetzt von mir, dass ich hier... Ist das hier für mich? Wie großzügig von euch! Wie großzügig! Das Fleisch essen, das Fleisch nicht essen. Ich will's nicht essen! Das wird dein Schicksal verändern. Aber ich werde dazu gezwungen, oder was? Alter! Let me take a sip from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? I need your body for my research. Nein, danke. Oh nein. Es hat wieder diesen komischen Bug. Ich kann hier nichts anklicken mehr jetzt. Oh, vierte Mal jetzt, glaube ich, ne? Vierte Mal aufgetreten. Also ich kann hier nichts anklicken. Ich habe keine Wahl mehr. Ich weiß nicht, ob es neu starten muss, aber es reicht letzter Speicherpunkt. Ich versuche mal letzter Speicherpunkt. Ja, muss ich leider. Vielleicht genug Stärke geskillt, um sich zu widersetzen. Weiß man nicht. So, okay, das hatten wir gerade. Ja. So. Nicht einnehmen. Wird mein Schicksal verändern. Ich sage einfach mal nicht. Ich wollte mir was zu essen bestellen, aber das hat sich erledigt. Oh Gott. Okay, Gott sei Dank sind wir direkt wieder hier. Nicht essen. Also ich wehre mich dagegen. Ein schönes Stück abgebissen, ne? Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? I need your body for my research. Achso. Irgendwas ist hier buggy. Ich glaube, ich muss tatsächlich neu starten. Weil so habe ich das letzte Mal immer gelöst. Dann ging es dann immer tatsächlich. Nun, okay, dann starten wir mal eben ganz schnell neu. Alle vier. Zack. Zack. So. Okay, Leute, wir dürfen uns gleich nochmal an diesem Anblick erfreuen. Also ich freue mich da schon drauf. Ihr auch? Lecker Schmecker. Speichert immerhin gut, ja, Gott sei Dank. Moin! Hurra, lieber Kotz! Speichern und zumachen, einfach nicht essen, nie wieder Spiel starten. Das Ding ist, dann wissen wir aber nicht die Wahrheit. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, ob das nicht ein gutes Ende nimmt. Dann bleiben wir mit diesen Bildern bleiben wir dann zurück. Und die werden uns dann verfolgen. Schon mal daran gedacht? Mich stört's nicht, esse weiter. Genau. Du scheinst da die nötige Distanz zu haben, Fallen Ghost. Das Risiko solltest du auf dich nehmen. Nein, nein. Ich möchte das nicht. Ich glaube, die meisten von euch wollen das auch nicht. Ihr wollt doch wissen, wie es weitergeht, oder? Oder? Hoffentlich noch was, vielleicht was Leckeres zu schmecken gibt hier. Kann nie wieder Fisch essen. Ja. Käse. Okay, moin. Alles gut weiter essen. Ich denke einfach an lecker Sushi. Ja, ja. Weiter, ja, genau. Nom 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 hier. Nein, nein, reicht für heute. Biberkotz. Lecker Käsespätzle. Mm. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Okay, auf ein neues. Auf ein neues. Ja, ich bin endlich wach. Ja, let's go. Ach so, ich muss die Medizin nicht nehmen. Medizin. Dr. Evil, danke für den Follow.
nicht essen. Ich wehre mich dagegen. Ob er das dann am Ende trotzdem isst oder nicht, es geht darum, dass man sich, glaube ich, dagegen wehrt. So sehe ich das zumindest. Zumindest rede ich mir das gerne so ein und so. Let me take a sample from you. Nein, danke. Flesh, blood, ich möchte dich gerne abknallen. Wie wär's? Don't fear. Verrückten Wissenschaftler hier mit deinen ganz noch verrückteren Ideen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Yo. Oh, ich wollte es nicht nehmen. Ich wollte sie nehmen, aber ich habe nicht nehmen geklickt. Okay, er hat trotzdem geschossen. Gut. Ja. Ein notwendiges Opfer. Wow. Ich habe Nein gesagt. Ich glaube, das sind jetzt die Wendepunkte, wo du meintest, du könntest auch für Cthulhu sein. Wenn du jetzt die Medizin freiwillig nimmst und freiwillig das Fleisch ist, wirst du bestimmt einer des Cools. Ja, denke ich nämlich auch. Aber keine Ahnung, er hat das hier irgendwie trotzdem gemacht, obwohl ich bei allem Nein gesagt habe. Ich habe Nein, Nein, Nein gesagt. Und er macht immer Ja, Ja, Ja. Wow! Find the truth and be free. Nein ist Ja und Ja ist Nein. Ich glaube nicht. Okay. Find the truth and be free. Hallo? Er hat immer das Gegenteil gemacht. Ist ja egal. Meine Intention war immer Nein. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich nehme mal die Tür, die vorher schon da war. Aha! Ach, den Raum. Abgefahren hier einfach. Rabinator mit dem Prime Sub. Rabinator, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Freut uns, dass es dass dir hier so gefällt. Danke für den Support natürlich und ganz viel Spaß mit den Emoticons. Natürlich auch. Ab ins Loch. Ab ins Loch mit dir. Vielen, vielen Dank. Oh Gott. Das wird ja immer abgefahren. Da kann ich nicht. Ich tue mal den Hebel. Nothing's happening. Was macht der Hebel? Er hebelt. Okay, ich geh mal dahin. Finde die Wahrheit und sei frei. Hey, dann mach mir doch nicht den Weg kaputt hier. Ich kurbel einfach mal da dran. War das falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal mehr, was hier gerade abgeht, tatsächlich. Gehen wir mal hier lang. Oh, das war nicht der richtige Weg. Vielleicht hier? Okay, das auch nicht. Huh. Okay, mal ganz links probieren. Ob das überhaupt ein Weg ist? Okay, hier. Ah, okay, okay. Und dann Mitte. Und dann... No. So ein Rätsel also. Okay, okay. Also, hier. Dann Mitte. Dann hier. Dann hier. Oh nein! Oh Gott. Die letzte Möglichkeit. Okay, okay. So, jetzt haben wir hier. So, 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 so. Haha! Fast! So! Wo kurbel ich denn jetzt dran? Ich nehme mal den hier. Na komm, den hier, den hier. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das ist dann falsch. Das ist ja ein Rätsel. Man muss irgendwie das Richtige kurbeln. Okay, okay. Ich kenne ja den Weg hier jetzt. So, so. Okay, nehmen wir mal den hier. Okay, war richtig. Da kommt nicht diese rote Schimmer. Es kommt doch der rote Schimmer. Nochmal. Sieht man nicht von weitem die echten Objekte oder bin ich blöd? Ich weiß es nicht. Doch, stimmt. So ein bisschen sieht man das. Doch, 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 doch. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Stimmt, dann ist das hier da vorne, der. Okay, werde ich mal drauf achten. Das war dann, müsste dann der direkt hier, nee, der hier war das. Okay. Gespeichert. Gehen wir hier zurück.
Kann ich jetzt den Hebel drücken? Oder muss ich alle Rätsel hier lösen? Doch stimmt. Das habe ich ja auch bei der Tür eben auch hier gemacht, ne? Okay, bei dem ist es der, der nach von hier aus nach rechts zeigt. Okay. Interessante Mechanik. Oh, da zeigen einfach alle nach rechts. Ja gut, dann war das wahrscheinlich der hier. Es war nicht richtig. Das war nicht richtig. Ich glaube, die haben sich das auch so gedacht, ja. Deswegen baut sich das ja auch alles so auf. Okay, Moment. Das ist der mit dem Rohr, das da direkt nach diese... Ja, ich versuche mir das zu merken. Ne? Ah, das Rohr hat sich auch geändert. Ja, nee, glaube ich nicht. Doch nicht. Also müsste es der hier sein. Ja. Okay. Zurück oder geht das hier? Ich glaube, ich muss zurück. So, meinem Schauen der Hebel jetzt aus der Nacht. Oh, offensichtlich. Oh mein Gott! Gestorben. Sei das einmal moin. Ich weiß nicht, öffentlich schnappen sich der Bots immer ganz viel. Entweder bei uns im Discord oder ja, wer irgendwie Fallout 76 Beta Key auf PS4 haben will, wäre das okay, wenn dich da jemand für unwhispert und du dem das dann gibst. Genau. Ich würde einfach vorschlagen als auf Discord. Und Pizza W mit dem Tier 2 und 21 Monaten bereits hier. Wow. Pizza W. Ehemals Pizza Wagner. Ich kann verstehen, die Umbenennung natürlich, ne? Pizza W, vielen, vielen Dank für deinen sehr großzügigen Support und 21 Monaten bereits. Wow. Vielen Dank für die Unterstützung und natürlich war dein absolutes Loch mit dir. Okay, so, probieren wir es erneut, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, ne? Sasa Style. Dankeschön. Okay, das war sowas normal. Moin Evo, hi! Oh Gott, ich renne. Oh Gott, oh Feuer. Oh Gott, oh Gott. Ey, geh doch da durch. Oder hier links lang. Hör doch auf hier. Was ist das hier überhaupt? Was ist das hier ab? Blut! Und der wird Horn! Oh. Pierce! Captain Fitzroy! Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. I won't go without a fight. You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head. Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? In his awakening. Alter.
hat sogar ein paar Piercings. Okay, Kapitel 14, Küstenhöhle. Pierce begegnete den Leviathan endlich in Fleisch und Blut. Die monströse Kreatur unterzog ihn einer Reihe von Prüfungen und beschloss daraufhin, dass der Detektiv bereit sei, sich seinem Schicksal zu stellen. Pierce sprengte die Walfangstation und verliert nach einer letzten Konfrontation mit dem Leviathan das Bewusstsein. Ja, das ist halt... einfach krass gemacht. Giovanni, ja. Moin, moin. Stolpern hier gerade so ein bisschen vorwärts. Ich meine, das sieht krass aus hier. Hallo? Das ist nur ein permanentes What the fuck hier gerade. Das stimmt, Setra, das stimmt. Das Positive ist ja, egal welchen Fall er danach annimmt, es kann alles nur Pilli-Palli dann sein, ja. Ja. Vom Charakter, vom Charakter. Ich hoffe nicht von mir. Beides, genau. You are trapped. Keep going. Vor allem die Wahrheit redet mit mir hier. My God. This way. Stand up. Walk. Strike the Human, danke für den Follow. Mach's dir bequem bei uns. Is somebody there? Hey, who are you? Wer weiß das schon, jetzt? Wer weiß das schon? Ja, ja. Biber smart. Biber smart von dir, das stimmt. Die Wahrheit könnte auch lügen und sich nur als Wahrheit ausgeben. In der Tat, in der Tat. Where am I? Ach, sehr schöne Tage muss einfach auch geben. Einfach mal entspannen dann. Entspannen. Sich selber nicht so unter Druck setzen. Man muss nicht immer was machen. Das haben wir doch in unserer Vision gesehen hier, ne? Wie wir in so einem komischen Kreis standen. Ich gehe da mal nicht rein jetzt direkt. Hier, so ein verrücktes Sarah Hawkins-Bild hier, oder was? Alle müde, alle durch. Vielleicht. Bei mir geht's tatsächlich heute. Aber Kaffee ist immer eine gute Idee. Nimm, nimm, nimm. Alter, der Pierce, der hat aber auch... Alter, guck mal, das Bild, da sind wir. Der dreht aber auch gerade so ein bisschen durch, ne? It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Ach hier, die Doktor, die Frau Doktor. You survived. Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you fulfilled your destiny. No. Look at me. Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. Was tun Sie hier? Soldbergsprache?
Und sie sind eine Illusion. Ermittlung Experte. Jo. What has happened to you? Oh, Pierce. You insist on ignoring the truth when it's right there in front of you. Sarah Hawkins saw you as you really are. This painting is the proof. This is madness. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Colden! You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Fuller. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Ersparen Sie mir Ihre Ammenmärchen oder Soldberg? Ich sag mal mit dem Märchen. Ich glaub das alles nicht. Was ist hier überhaupt los? Das ist doch alles, das ergibt gar keinen Sinn. You're mistaken. Wird dein Schicksal verändern, ja. Das hoffe ich. Wow, die Wahrheit. Again, this denial. It doesn't matter anymore. Paddy, hi. The future is now but an image that Sarah Hawkins has painted for you. Why don't you go and join her, you who believe in nothing? And then you'll see. Idiot. You'll see that there are truths so powerful, so overwhelming, that even a mind as narrow as yours cannot withstand. Alles super soweit, Paddy, bei dir hoffentlich auch. And what is your truth, Colden? What is your role in this story? I must take you to Sarah Hawkins. Our Oracle. Die sind doch, die drehen doch hier alle durch. Wo ist sie? Wo? Wo? Sarah, tell me where you took her. We'll find her at Alabaster Point. I'm going to get her. Don't try to stop me. Of course. Shut up. Get out of my way. Stop fighting the dead. No one can fight their fate. Neither them nor you. Resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. Der hat auch Sorgen mit sich, ne? Alter Schwede. What happened to me? Was der hier alles schon durchgemacht hat. Ja, toll. Irgendwie, was ist hier los? Alle drehen sich hier durch. Und man selber, was ist hier los? Alter. Dann spricht die Wahrheit mit einem und... Boah. Der Leviathan, der alten Riesenkragen da in dem alten Haus da drin. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was abgeht. Ich bin nur noch gespannt, was hier noch alles passiert tatsächlich. Zwiebelkönigin, hi. Alle drehen durch. Darum geht es doch beim Cthulhu-Mythos immer. Ist das so? Wie gesagt, ich kenne da halt gar nichts in der Richtung. Aber erstmal, herzlich willkommen, Zwiebelkönigin. Silence, I kill you. Ja, Jackson, habe ich auch gedacht, als ich das Silence gehört habe, ne? Von Akme the Terrorist, ne? Ja, toll. Okay, ach, da geht's weiter, okay. Ja, warum sagt sie nicht gleich, komm auf die Fischseite, ja? Welcher Ort, welche nehmen? Ich habe keine Ahnung, Dr. Sepp. Moin, moin. Ich weiß nicht, wo was hier gerade abgeht. Ob was hier Realität ist, was irgendwie Illusion ist, das weiß der Charakter auch nicht. Ich glaube, dem geht's wie mir gerade. So, was ist hier eigentlich los? Sag mal, wollt ihr mich hier eigentlich verarschen? Kapitel 14, Alabasterspitze.
Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabasterspitze, wo Sarah Hawkins auf ihn warten sollte. Dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Kapitel 14 bin ich, Dr. Sepp. Das weiß ich zumindest. Ansonsten weiß ich nicht mehr so viel, was hier gerade abgeht. Kuh ist gleich durch mit dem Game. Kuh ist gleich durch. Punkt. Ich bin auch so ein Mann der Logik tatsächlich. Manchmal ein bisschen zu dolle. Ich überanalysiere manchmal einfach. Keine Ahnung, das konnte ich auch, das war schon immer irgendwie so. Vielleicht auch so ein bisschen daher so die IT-Leidenschaft und sowas alles. Und auch schon immer so das Interesse, weil Computer halt Computer sind. Ja, und die funktionieren halt nach logischen Regeln. Und das versuche ich hier auch. Und der Charakter hier offensichtlich ja auch. Als Detektiv. Ja. Ja, ich gehe ja schon. Die Wahrheit, die treibt mich hier an. Die Wahrheit treibt mich an, im wahrsten Sinne. Mit Logik kommen wir nicht weiter. Ja. Das merkt der Charakter hier offensichtlich auch gerade. Oder schon länger. So, was geht hier ab? Ja, wer weiß also. Ich habe das nicht gesagt, dass ich den Eindruck habe. Ja, und auf einmal lebt er wieder. Den haben wir doch abgeknallt. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance? The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. Computer und logisch, da gibt es genug Bücher, die das widerlegen, hinterfragen, ja. Also ich habe bisher noch nichts Unlogisches festgestellt. Entweder 1 oder 0 quasi, ne? Also bei Computern auf jeden Fall. Boah. Nun, weiter geht's. Ja, Jackson, so ein bisschen, ne? Das Ding ist bei diesem Spiel, man kann so ein bisschen... Das ist alles so abgefahren, dass man irgendwo auch... Na, doch nicht so richtig. Detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Richtig. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Okay. Also es ist echt interessant, Zwiebelkönig, muss ich sagen. Also es hat... Alles mal, also es wird von Folge zu Folge, von Mal zu Mal, wo ich das spiele, wird es halt immer abgefahrener. Also es steigert sich und man denkt so, oh, das ist ja schon richtig krass. Und dann spielt man weiter und denkt so, boah, das war ja noch gar nichts, was ich vorhin erlebt habe. Das ist ja noch viel krasser. Und das alles so im Spiel so rüberzubringen, finde ich schon gut gemacht. Tatsächlich. Also echt interessante Story. Auf so eine ganz eigene Art. Ihr solltet alle tot sein hier. Ganz Hawkins Familie. You forsook your right to a normal life. The moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. Das ist Cthulhu, ne? Der Schlafende. My own flesh. Why didn't Sarah choose? Sarah, hi. Ja, ich auch. Why is it your damn face? Sarah, warum hast du ihn nicht erwählt? Also, dass das so abgefahren wurde. Ja, guck mal, jetzt sind wir wieder an irgendwie einem dunklen Ort und da stehen wir jetzt. Hallo, das sind wir. Lass mal miteinander reden. Hallo. Ach, die Wahrheit. I can see
don't know. I don't know. Your fear of the unknown and your stupid pride cloud your judgment. Quit lying to yourself and embrace your destiny. It's not cowering that brought you. Two beavers are better than one. None of this is real. Trust you. Minimal leiser machen. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches? Don't listen to them. They're too dangerous for your tired mind. Erstmal Passi. Passi, vielen, vielen Dank für 11 Monate. Hallo? Passi, vielen, vielen Dank und natürlich gute Besserung, gute Besserung. Und vielen Dank. Natürlich, warte, ab ins Loch mit dir! Alter! Alter, habt ihr das gesehen? Guckt euch das mal an da vorne! Ich dachte hier, coole Wellen, auf einmal ist da so ein Riesen mitten im Meer. Ja, nice one. Ja, moin. Heisenberg, hi. I'm almost there. Okay, ja. Aber wollen wir das wirklich? Frapskiller, moin und Jolab, hi. Willkommen, willkommen. Intense Game is intense, ja. Das wird hier ja noch richtig epic quasi. Auf die nicht so schöne Art. Ach guck mal, da warten sie alle schon auf mich. Warum auch immer er sich jetzt entscheidet, hier einfach lang zu laufen. Spiel gespeichert, okay. Was ist denn mit euch hier? Ja, morgen esse ich mir aber mal ein Elch, ja. Okay, aber jetzt geht's alleine. Dann bringen wir mal kurz Wurstbrot auch nochmal. Scheint eine Sequenz zu werden. Na, Sarah hat schon fertig gemalt, wunderbar. Und vielen Dank fürs den Kauf von Ingrid. Lass dir schmecken. Ich hab's gerade nicht gesehen, wer das war. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. Wie die Wahrheit in meinem Hinterkopf immer redet noch. Listen to me, Edward Pierce. As I will deliver the truth. Gut. Soldberg, Sie sind verloren. Okkultismusmeister bin ich es nicht. Sind Sie verrückt? Sind Sie verrückt? Aber ich befürchte, Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind, oder? Look around you. Everything is falling apart. You must stop this madness. I can't make that choice. This will be your decision. Ach, meine. One man. One man only prepared oh, Steve, lass dir schmecken. Steve war's, ah. Holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are. A truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Aber keine Ahnung, wenn die irgendwie alle immer auf der Suche nach der Wahrheit sind, ist Wahrheit nicht irgendwie was normalerweise was Positives? Warum ist das alles so dark? Kermit ist der Wahrheit auch schon verfallen hier.
Also ich sehe Wahrheit als was Positives an. Ich selber, also ich selber. Kupi. Okay, ich habe keine andere Wahl. Ich werde das Ritual... Was ist hier los? Der hat die Knarre rausgeholt, oder? Okay. Ich hatte keine andere Wahl. Die Wahrheit ist das, was dich verrückt macht. Der menschliche Verstand ist nicht für die Wahrheit gemacht. Bei Bloodborne hieß das Einsicht. Glaubt man wirklich an sowas? Wahrheit ist meistens leider eher nicht so positiv, finde ich. Keine Ahnung, ich glaube an das Positive der Wahrheit tatsächlich. Also ich selber. Das Spiel und der Cthulhu-Mythos scheint das anders zu sehen. Und einige von euch offensichtlich auch. Aber ich glaube, das ist was Positives. Also für Wahrheit ist für mich so was Wirkliches. So, dass wie es halt wahr ist. Das weiß nicht. Achso, okay. Durch und durch nicht. Ich würde sagen, ich bin hauptsächlich, ja, doch Optimist, aber schon auch noch eine ganz gute Portion Realist auch. Aua! Erzhügelkönigin, ja. Manchmal sieht man auch das, was man sehen will, ne? Das hatten wir gestern schon erwähnt. Wenn man sich nur auf Scheiße konzentriert, dann sieht man halt auch nur Scheiße. Wenn man sich nur auf Probleme konzentriert, sieht man auch nur Probleme. Jeder erschafft so ein Stück weit seine eigene Interpretation der Welt. Ja. Besser um das Schlimmste erwarten. Das scheint mir ein sehr anstrengender Weg zu sein. Wenn man immer doppelt vorbereitet. Ja, moin! Cthulhu! Da war Cthulhu! Vorbei? Oder anders gesagt, 7 Milliarden Religionen auf dem Planeten. Das war nicht die Wahrheit. Die richtige, echte Wahrheit ist oft einfach nur kalt und grausam. Da ist nichts verkehrt, wenn Leute ihre eigenen Wahrheiten spinnen, sonst wird man doch irre. Es kommt halt immer auf die eigene Sichtweise an, finde ich. Und wie man Sachen interpretiert. Ne? Ende. Ja. Also, das hat mich schon mit ein paar Fragen zurückgelassen, muss ich dazu sagen. Um 19 herum hat Freud halt gezeigt, dass der Mensch nicht mal Herr im eigenen Oberstübchen ist. Da hat sich die Wahrheit über sich selbst eben gewandelt beim Menschen. Hab kurz Cthulhu gesehen. Ich bin die einzig wahre Wahrheit, ja. Das denken viele von sich, das hier. Und jeder ist für sich doch auch irgendwo die Wahrheit, ne? Wenn man mal ein bisschen philosophisch wird hier. Weiß ich nicht. Ich finde, Man sollte sich nicht mit zu viel Scheiße beladen. Natürlich weiß ich auch, dass halt auf der ganzen Welt super viel Scheiße passiert. Dass Menschen einfach das grausamste und perverseste und dreckigste und schmutzigste Tier auf diesem Planeten sind. Das weiß ich. Nur, man selber kann es doch irgendwo besser machen, oder? Ich habe mal gelesen, jeder Mensch entscheidet jeden Tag aufs Neue, was für ein Mensch er sein will.
Mittelalter war eben die Wahrheit, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Ja, genau, genau. Und irgendwo, ja, ja. Oder sagen wir so, daran haben die meisten Menschen geglaubt. Aber stimmt, Slappy, ja, das stimmt. Das ist ein bisschen weiter gesponnen, ne? Es ist immer subjektiv. Ja, es gibt keine endgültige Wahrheit. Ja, ja, ja. Ich mag das Ende jetzt nicht so, muss ich auch sagen. Es ist offen. Irgendwie nichts beendet, sondern es hat alles offen. Ja, irgendwie schon. Ja, gut, okay, man hat so gemerkt, okay, das ist einfach nur noch abgefahren am Ende. Okay, okay. Kaffee ist die Wahrheit. Natürlich, natürlich. Wie ein Lovecraft-Roman halt. Okay. Habe ich tatsächlich noch nie eingelesen. Vorher. Wollen wir uns das optionale Ende auf YouTube oder so anschauen? Tatsächlich wäre das jetzt... Ja, ja, würde ich mir angucken. Würde ich mir angucken. Wie entscheiden wir, wer wir sein wollen? Aber wie selbstbestimmt sind wir denn? Und wie sehr sind wir durch unsere Erfahrungen, Emotionen und Vorstellungen bestimmt? Ja, eine ganz gute Portion von beidem auch, ne? Man entscheidet sich ja aufgrund der eigenen Erfahrungen für einen Weg, den man einschlägt. Ah, es geht noch einen Moment weiter hier. Da verprügelt er den einfach. Die verprügeln sich alle gegenseitig. Was ist denn mit euch los hier? Ihr habt doch alle in einem Strang gezogen bis eben, oder? Trink Kaffee, danke für den Follow. Trink mal einen Kaffee drauf, wa? Noch ein bisschen Kloppe zum Abstoßen, klar. So feiern die? Alter Schwede. Jetzt kommt der Chef. Ja, dann such doch schon mal links raus. Okay, Mayfold, okay. Ja, das erklärt das tatsächlich so ein bisschen. Wenn man es mal ein bisschen weiter spinnt, haben die Leute heutzutage nicht schon Cthulhu gesehen? Die Menschheit zerstört sich doch jetzt schon komplett selber, oder nicht? Zumindest an super vielen Baustellen. Link an den Mod? Nö, einfach kurz mal im Chat was sagen. Ja, kurz nach dem Permit bitten und dann geht das schon. Das hat die Menschheit doch schon irgendwie immer getan, oder nicht? Uff, ja, also, schon sehr interessant, ne? Schon sehr interessant. Nun, okay, gut, dann verlassen wir hier mal. Also, war ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Muss ich ernsthaft sagen, also, war schon sehr interessant. So, dann schauen wir uns mal hier jetzt ein alternatives Ende an. Dr. Sepp, vielen Dank für den Link auf jeden Fall. Ach, warte mal, oh Gott. Moment. Bitte gleich nochmal. Ich muss das mal ganz kurz... Ach, ja, ich weiß. Das ist halt ein bisschen anders, wenn man hier drei PCs stehen hat. Okay, so, bitte noch einmal. Bitte noch einmal. Ich musste den Chat hier einmal auf dem Rechner hier aufrufen, damit ich... weil ich, wenn ich jetzt draufklicken würde, wird das auf dem Streaming-Rechner... Ja. Ah, wieso hinbekommen, dass der Bücherwurm nicht dabei war? Hat das noch nie hinbekommen, dass er nicht dabei ist? Ey, Mayfold, indem ich... Oh, danke, Dr. Sepp, vielen Dank. So, einen Moment. Das ist ein Musikvideo. Ich möchte gerne das alternative Ende von diesem Spiel hier sehen, Dr. Sepp. Das ist jetzt Hey There, Cthulhu. Ein wunderbarer Song, mit Sicherheit, aber den möchte ich jetzt gar nicht hören. Wie Spielzeit habe ich jetzt drauf? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Moment. Ich guck mal eben auf bei Steam. Also, ich habe das Spiel gespielt. 10 Stunden.
10 Stunden. Hier, bitte, hab den Link. Okay, Kalina, vielen Dank. Alte Schwede, Sabi, das ging aber super flott aus der Hüfte hier. Ah, da ist er. Okay, super. So. Okay, 22 Minuten. Okay, alternatives Ende. Ja, würde ich sagen, let's go. Call of Duty. Ach so, alle Enden. Also tatsächlich, ich habe es nicht vor, nochmal zu spielen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Keine Ahnung, ich bin sowieso nicht so der Freund, also generell, das hat jetzt auch nicht mit dem Spiel zu tun, ich spiele ein Spiel selten mehrfach tatsächlich. Ich finde so, mein Weg, erlebe mein Ende und das war's dann so für mich. Haben wir noch Zoll, holt euch Popcorn, genau. mal sehen, ob alle Enden da sind. Ja, tatsächlich. 1080 erstmal. Achso, dass der Bücherwurm nicht dabei ist, das hat sich, glaube ich, in einer Szene ergeben, wo der, dieses Vieh aus dem Bild, ich weiß nicht, der Schlurfer, als man gegen den so kämpft, zusammen mit diesem Bücherwurm, der dieses Kraftfeld ja und sowas alles, der dieses Kraftfeld da aufrechterhält, so, das ist übrigens von Alea Mortis, Credits hier, da, sehr gut, bitte abonnieren, so, und zwar in der Szene, wo der ins Bild zurückgezogen wird. Und ich wusste nicht, dass ich da was machen kann, weil bewegen konnte ich mich in der Szene nicht, als Sarah, wo wir in Sarah stecken. und ich habe da einfach nichts gemacht und dann hat er den mit ins Bild reingezogen und seitdem ist der nicht mehr aufgetaucht, der Bücherwurm. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass ich was machen soll in der Szene oder so. Du hast nicht das Licht gemacht, damit der Schlurfer ihn loslässt. Nee, genau. Ich wusste nicht mal, dass man Licht machen konnte. Aber ja, offensichtlich habe ich das verpasst, ja. Okay, ja, dann ist er nicht dabei. Okay, Leute. Aber wir lassen doch mal vorher eine ganz kurze Pause machen, tatsächlich. Denn ich muss doch mal kurz auf die Toilette. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht das hier weiter. Und dann schauen wir uns mal die anderen Enden an, würde ich sagen, oder? Okay, Leute, ich würde sagen, dann bis gleich, ne? Bis gleich. Kurz mal wieder, genau, 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten. Da können wir alle mal kurz aufstehen, ein bisschen bewegen, ne? Und dann geht's hier sofort weiter. Also, bis gleich. So. Hallo. Da sind wir wieder. Gut gepipit. Popcornpause, ja, genau. Alright. So, Musik mal aus hier. Also, ich bin sehr gespannt, was hier noch für potenzielle Enden gibt, ne? Ich muss mal gucken, ob ich mich ausblende gleich oder so. Schauen wir einfach mal. Perfekt Design mit mir auch vielleicht ausgezeichnet. Okay. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Gut zu wissen. Und ich wusste nicht, dass man was anders machen kann, tatsächlich in der Szene. Aber gut, es ist also passiert, wie es passiert ist, nicht wahr? Nicht wahr? Alright. So, los geht's, weiter geht's. Hier. Da bin ich mal gespannt jetzt hier. Moment. So. None of this makes sense. Go. She is waiting. Oh, das könnte unser Ende gewesen sein, oder? You died in front of my eyes.
Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance? Huh? The serum extracted from Leviathan. Ah, detective. So easy to fool you. Also, bis man ganz oben angekommen ist, oder? Destiny. You forsook your right to a normal life. None of this is real. Trust your guts. Huh. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. Das ist anders. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches? Hm. Das ist anders. Bei mir war das nur Wahrheit, soweit ich weiß. They're too dangerous for your tired mind. Diese Szene war bei mir anders. Gott, Englisch, ich bin dann weg. Sunrise mal, alles gut. Alles gut, ist ja nur die Weltsprache. I'm almost there. Okay, okay, so, so, so. This time I was fighting it. Da. Ich glaube afraid da. Afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. War genauso? What did you learn? Ja, da waren es weiter. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da nicht Reality stand. Also beziehungsweise nicht so Wirklichkeit. Your husband was... Ah, das konnte ich nicht. Facing the dimensional shambler was too much for your shattered mind. Even though you're lost. We might still save the world. You will decide. One man only prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes. I feel the truth in your words. Dazu sage ich gar nichts gerade. Dazu sage ich einfach mal nichts. As I like to see it, painted on the canvas of fate. Okay, er hat hier die Okkultismus-Antwort geben können. Ich habe das nicht weit genug geskillt gehabt. Was geht hier jetzt ab? Das war doch jetzt nicht das Ende, oder? Das ist das Ende, das du gewählt hast. Ja, also ich konnte diese Okkultismus-Antwort gar nicht geben. Ach so, das ist das... Okay, okay. Aber das wirkte gerade so abgeschnitten irgendwie. Okay, also das ist das Ende, was ich gewählt habe, ne? Oder das ist das, was passiert. Okay, okay. Ja, genau. Genau, sie schneidet gleich. Und dann passiert das. Und dann sieht man nochmal Cthulhu. Das ist schon krass, ne? Also wie der auch dargestellt ist. Wahnsinn. Oh, Slapstick, ich kann Englisch, ich bin raus. Ich weigere mich, solche versiffte Ami-Sprache zu verstehen. Okay, okay, genau. Der ist prügeln, jetzt feiern die hier eine Party. Prügeln sich, der isst ein bisschen und der Endboss haut nochmal richtig drauf. Okay, so. Perform the Counter-Ritual. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Kapar natürlich, Kapar. Zu meiner vorherigen Aussage. Kiepa, kiepa. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert.
Okay, okay. Genau, ich hatte nur die Wahl, das Ritual zu vollziehen. Ich hatte überhaupt nicht die Wahl zu diesem Counter-Ritual, oder? Wow, Sammy. Ah, weil der Bücherwurm tot ist. Okay, okay. Schleimbruder, danke für den Follow. Alter. Nani? Oh. Okay, was geht jetzt ab? Bernstein, moin, willkommen zurück. Good, thank you. Huh. Ja, höchstwahrscheinlich sind wir jetzt einfach da drin. Ja. Gut, da wird man nur alleine verrückt und nicht die ganze Welt. Scheint so. Und natürlich wieder die Sleeping Pills, die wir überall gefunden haben. Okay. Okay, und jetzt? Sich selbst opfern. Aha. Das war kein Legia, das sagt dem Leibwort mal, wenn da ein Punkt drin ist. Wie es alternativ abgehen kann. Ja, Steffens Art auf jeden Fall. Nightbot, sei doch nicht immer so streng, sag mal. Der hat doch gar keinen Link geschrieben, der Myfold. Der Myfold, der weiß sich hier zu benehmen. Also wirklich. Nightbot. Ja, ja, und jetzt hier mit Werbung wieder ankommen, ne? Jetzt hier mit Werbung ankommen, Nightbot. Und Heinchi Bumbeinchi, danke auch für dein Follow. Bum bum. Okay. Ah, okay, okay, das wusste ich nicht, mein Freund. Oh, ich wollte gerade auch selber klicken hier. Meine Hand hat schon zur Maus gezuckt. Uff. Nun. Also, ich sehe da jetzt kein gutes Ende irgendwie. Irgendwie ist alles immer im Arsch. Ja. Schönes Bild, ne? Schönes Bild, was Hera da gemalt hat. Jetzt die Frage, hat sie es vorher gemalt und hat es damit vorhergesehen oder hinterher? Das zeigt aber, wenn hinterher, dann zeigt das eigentlich nur, dass damit eigentlich gar nichts gewonnen wurde so richtig. Denn sie ist noch genauso irgendwie verfallen und malt weiterhin genau diese Bilder. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann passiert. It's over, okay. Kein gutes Ende? Offensichtlich nicht. Ah, okay, Mayfall, okay. So, was haben wir denn jetzt für ein Ende? It's all over. Bei Cthulhu gibt es so gut wie nie ein gutes, okay. Also alles ist vorher schon ganz schön scheiße und es wird eigentlich immer noch schlimmer. Das scheint so ein Cthulhu-Ding zu sein, kann das sein? Okay.
Mal sehen, mal sehen. I can't let you do this. Also gerade in der Szene sah er noch am gesündesten aus, ne? Hier jetzt gerade. So ohne verdrehte Augen, diesen Wahnsinn. Ein Aufgebende? Moin Heubohm, hi. Na gut, okay. Okay, jetzt stürzt sich darunter. Simon war übrigens ihr Sohn. Oh. Oh. Ja, sie war ja für die dieses Orakel, ne? Oh, wow, Heubohm. Vielen, vielen Dank für 1,5 Jahre mit ohne Nachricht. Dankeschön für deinen Resub, Heubohm. Vielen, vielen Dank. Und weiter natürlich. Weiter natürlich. Ab ins Loch mit dir. Dankeschön. Okay. Also von den bisher Gesehenen, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich das als das in Anführungszeichen beste Ende irgendwo betiteln. Nee, man hat ihn vorher sonst nie gesehen, Dopi. Nur jetzt am Ende, also bei meinem Ende, kurz einmal aufgeblitzt. Schaut für mich aus wie das Gute, ja. Kein Ritual, nichts. Ja, würde ich auch sagen. Es ist das am wenigsten Furchtbare. Ja, genau, Sabi, das trifft es doch besser. Ja, ja, das am wenigsten Furchtbare. Wenn Sarah sich selbst umbringt. Und auch hier wieder ein Bild, wo sie das selber vorhergesehen hat, offensichtlich. In irgendeiner Form, wie sie da liegt. Ja, das scheint's, ja, also das ist tatsächlich das am wenigsten Furchtbare, muss ich sagen. So. Okay.